Die Sozialsprecherin der Freiheitlichen, Dagmar Belakovic, ist nun an Bord. Herr Präsident, Herr Bundesminister, werte Kolleginnen und Kollegen, nach der Einlage von Radio Erevan und der Geschichte vom Spaziergang über den Stephansplatz, wahrscheinlich zum Wein und Co., kommen wir zurück zum wirklichen Thema des heutigen Tages, nämlich zum Thema Wohnen, das für viele Menschen in der Stadt, in dem Land nicht leistbar ist. Und die Frau Kollegin Randy Wagner hat ja begonnen damit, dass sie gesagt hat, es war für sie in ihrer Kindheit ein Nest, ein leistbares Nest, in dem sie aufgewachsen ist. Viele andere hierherinnen haben auch in so einem leistbaren Nest gewohnt. Manche hierherinnen tun es ja immer noch, wohnen ja immer noch im Gemeindebau, im leistbaren Wohnen. Aber Frau Kollegin Randy Wagner, ich bin Ihnen eigentlich sehr dankbar für dieses Thema, das Sie hier heute auf die Tagesordnung gesetzt haben, weil das Thema Wohnen natürlich etwas ist, was die Menschen in dem Land hier wirklich bewegt. Wohnen ist unerschwinglich teuer geworden. Aber da muss ich Ihnen jetzt gleich einmal sagen, fangen wir an beim Wohnen in Wien. Die Stadt Wien ist der größte Hausherr Europas. 220.000 Wohneinheiten hat die Stadt Wien zu verwalten. Und was passiert in diesen 220 Wohneinheiten? Die Mieten sind exorbitant gestiegen. Die Stadt Wien hat ja auch mitgemacht beim Umstellen von Kategorie auf Richtzinsmieten. Da hat sie eingegriffen in bestehende Verträge. Da hat sie sich ein enormes Körperlgeld geschaffen. Der Markt und die Stadt Wien hätte es ja in der Hand, die Mieten zu senken. Horchen Sie zu, ich habe Ihnen auch zugehört. Ich weiß schon, die Wahrheit tut manchmal weh. Sie wissen es ja genauso gut, was sie abspielt in Wien. Und die Stadt Wien hätte es ja in der Hand. Weil wenn die Stadt Wien hergeht und die Mietpreise senkt, ja dann müssen die Privaten doch mitziehen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Die Stadt Wien lässt es einfach laufen. Und insoweit hat vielleicht auch mein Vorredner recht gehabt, dass die Lebensqualität und die Verwaltung in der Stadt so hoch ist. Ja, ums fremde Geld kann ich die Stadt gut verwalten. Das ist schon ganz klar, wenn ich die Mieter ausnehme. Aber, und das ist ja das eigentliche Problem, schauen wir uns doch an, was die Mieterinnen und Mieter wirklich belastet. Die Warenpreistreiber beim Wohnen, das sind doch die Betriebskosten. Und da ist doch die Stadt Wien, da ist doch die Stadt Wien Spitzenreiter. Offensichtlich habe ich jetzt in Schwarze getroffen, sie können sich ja gar nicht mehr beruhigen. Das ist ja unglaublich. Da ist doch die Stadt Wien Spitzenreiter bei den Betriebskosten, Frau Kollegin Randy Wagner. Die Wassergebühren, die Kanalgebühren, die Müllgebühren, die sind in Wien teilweise zu 200% überdeckelt. Das hat ja sogar schon die Volksanwaltschaft festgestellt. Ich meine, ich weiß nicht, Frau Kollegin, können Sie das bitte vielleicht einmal abstellen, diese Schreierei? Das ist ja wirklich irritierend. Das ist ja nicht mehr normal, was Sie da treiben. Und sie hätte es in der Hand, die Stadt Wien. Sie können morgen sein, Sie sind ja aus der Wiener Landesgruppe, Frau Kollegin Randy Wagner. Die SPÖ Wien kann morgen eine Sondersitzung einberufen und sie kann morgen mit den ganzen Betriebskosten runterfahren. Kann morgen beschlossen werden, 250 Meter Luftlinie von hier. Das haben Sie doch in der Hand, bitteschön. Und Sie stellen sich hier wirklich her und erzählen irgendetwas von Maklergebühren. Ja, meinen Sie, dass das Wohnen dann billiger wird? Oder glauben Sie, die Leute ziehen wirklich jeden Monat um, dass sie sich diese Maklergebühren sparen können? Das ist doch alles überhaupt nicht richtig. Aber Sie brauchen die Gelder in diesen Betriebskosten für Ihre Loch-auf- und Loch-zu-Politik, die Sie in Wien betreiben. Bei Ihnen geht es doch nur darum, irgendwelche Löcher zu schließen. Die Wiener Mieter und Mieterinnen, die müssen bezahlen. Beispielsweise für den Energiering vom Krankenhaus Nord. Das zahlen die Mieterinnen in Wien mit ihren Betriebskosten. Oder auch andere Events, wie zum Beispiel die Wienwoche, wo dann für 3- bis 10-jährige Kinder irgendwelche Gender-Männlichkeitsgeschichten vorgelesen werden. Sexualisierte Lesungen für Kleinkinder. Das zahlen die Wiener Mieterinnen und Mieter. Das gesamte Ammerlinghaus, das zahlen die Wiener Mieterinnen und Mieter mit ihren Betriebskosten. Und als wäre das nicht schon genug, was macht die Stadt Wien? 5.000 Gemeindewohnungen stellt sie für Asylwerber zur Verfügung. Wir Menschen, wo wir nicht einmal wissen, ob die jemals hier bleiben dürfen. Der Wiener Gemeindebau ist mit Steuergeldern bezahlt worden. Es gab eine eigene Wohnbausteuer in Wien. Das haben die Wienerinnen und Wiener erbaut. Und zwar für ihre Nachkommen und nicht für Menschen aus allen Herren Ländern der Welt. Nach Dagmar Belakovic für den Freiheitlichen.